Also du meinst jetzt so ein Spiel, was du unbedingt mal Let's Playen wolltest oder wie? Oder? Nein, nein, bei zum Beispiel bei Gronkh, wenn er ein Let's Play macht und das du unbedingt sehen wolltest, aber die Folge ist halt vorbei. Und du wolltest nicht warten, bis die nächste Folge kommt. Du wolltest sofort weitergucken. Oh Gott, da muss ich mal überlegen. Ich überlege auch gerade, was war denn? Meinst du, ist nicht mal lange her? Bei mir war das am Anfang, wo Gronkh Resident Evil gemacht hat. Da war ich richtig gehypt. So die erste Folge, so, boah, ich will unbedingt weitergucken. Aber dann, wo die nächsten Folgen waren, dann war das irgendwie so, ja. Wie ist das Spiel jetzt eigentlich, Resident Evil? Ist das jetzt unheimlich oder ist das auch nur so ein 0815 Horror-Game? Ich würde sagen. Ist ein bisschen eklig, aber... Eklig, ja, aber auch ab, du hast dich ab und zu erschreckt, so Jumpscare-mäßig. Also da Jumpscare gibt es, meinst du? Ja, aber nur ein bisschen. Also ich hab mich da jetzt nicht so... Oh, Mann, Alter, oh, Alter. Das also ich find's Outlast gemacht. Jetzt irgendwie ekliger. Outlast soll richtig heftig sein. Ah, der dritte Teil, meinst du? Zweite. Der zweite. Kommt jetzt... in diesem Monat raus. Oh, ja, dann könnte ich mal bei Gronkh mal wieder richtig was Schönes schauen, ne? Ich habe mich früher mit Five Nights at Freddy's gegen Jumpscares immunisiert. Ach ja, das war ja eigentlich total billige Aufmachung, ja. Aber das Spiel war trotzdem voll geil. Ja, ja, ja. So hat Suchtfaktor gehabt, ne? Ja. Ich habe das auf dem Tablet gespielt. Was man so wie da abging. Ja, ich hab das bei meinem Klassenkamerad auf dem Handy gespielt. Ich war ein richtiger Noob, aber... Bis heute noch! Ja, ich hab das, weiß nicht, zweimal gespielt. Da mussten wir ja nur rechts die Kamera, also Kamera gucken. Dafür gibt's ja jetzt vier Teile. Also... Es gibt ja vier Teile davon. Ne, fünf Kameras checken, Tür zumachen, verstecken und sowas halt. Das ist ja noch komplexer geworden. Jede Nacht wird heftiger, ne? Wie, was? Bei Outlast? Nein, bei Five Nights at Freddy's. Ach so, das meinst du. Kennst du das überhaupt? Ich hab's mir irgendwann mal angeschaut, aber nicht lange. Ich weiß nur, wo ich bei dir SCP geguckt hab. Ich hab das nicht durchgehalten. Ohne Spaß. Da war ich so ängstlich von diesem echt? Vieh. Warte mal, SCP war doch... Containment Breach, wo das Buraki Let's Played hat. Ich konnte mir das einmal nicht angucken. Ja, ich hab das nicht geguckt bei Buraki. Ich konnte mir das einfach nie angucken. Ich hab die ersten zwei Teile so gesehen und dann, weiß ich nicht, ging einfach nicht mehr. Ist das dieses komische Monster gewesen, was... Da gibt's mehrere, gibt's viele. Wenn du weggeguckt hast, hat sich hinterher geportet. Ah ja, genau. Oder wenn du geblinzelt hast, ging er da oben, war er da oben. Ah genau, blinzeln musste man dann auch immer. Ja, ich glaub, ich kenn's, aber geguckt hab ich's nicht. Blinzeln, tick-tick! Auf einmal steht er da vor dir, ey. Tot. Kacke. Wie du dich da mal aufgeregt hast, wenn du gestorben bist. Ja, nö, nicht wirklich aufgeregt. Aber zum Schluss mal, da bist du richtig ausgerastet. Ich hab halt so viele Folgen gemacht. Also. 50 oder so? Ja, ich hab unterschiedliche Versionen, immer wenn eine neue Version rausgekommen ist oder was. Aber im Prinzip war das immer dasselbe Spiel, ne? Erinnerst du dich eigentlich noch an dein altes Intro? Ach Gott, der hat ich hatte mehrere Intros. Also auf jeden Fall hat es von den Black Ops 2 Videos. Mit so einer hässlichen Musik. Genau. Wo als ich die gehört habe, ich mir so gedacht, Alter, das tut richtig weh. In den Ohren. Weil die so laut war. So eine Lautstärke war jetzt nicht das Problem. Also ein Intro war, weiß nicht, da musste ich so lachen, weil das einfach nur so... Schlecht war. Also nicht das Intro, sondern das Lied, ey. Ach so, das mit dem Dubstep-Song war das. Dubstep-Musik. Ja, sowas. Wo es so ein Kreisel, so eine Spirale, so irgendwie sowas war. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, wo ich das war ja ganz noch ein ganz altes Intro. Oh, scheiße, Zombies spawnen auf der Insel. Oder Skelette, wie gesagt. Hä, wo warst du, welche Insel? Haha, ist runtergefallen und stirbt dann falsch an. So wie du einmal. Ist er schon? Deine Mutter, ey.
Yes! Yes! Dieses scheiß Bild noch, Alter! Wie so glücklich da so rumzahn. Was? Das ist Captain Falcon Bild, was ich noch reingeklatscht hab. Wo? Hä? Hast du es überhaupt angeschaut? Was denn? Jetzt kommt's raus. Was habe ich mir angeschaut? Da, wo du gestorben bist? Das habe ich noch nicht gesehen. Oh, hä? Alter. Ach Gott. Ich wollte das unbedingt sehen, ey, aber das, ich habe das voll verpeilt, dass ich gestorben bin. Falcon Punch. Ich sag doch extra, yes, er macht dann auch so. Ich dachte, du hast es ja angeschaut, aber ey, jetzt kommt's da. Hast du da yes reingehauen, wo ich gestorben bin, ey, oder? Captain Falcon, yes. Alter. Und dann hast du so ein übelst bescheuertes Bild von Captain Falcon. Alter, das muss ich mir angucken, ey. Warum hast du es noch nicht geguckt? Er hat's verschwitzt. Ja, meistens habe ich das im Hintergrund laufen. Ich habe alle YouTube-Videos im Hintergrund laufen. So 5 Stück teilweise. Das stimmt auch, ja. Ich lasse mal die Tür hier auf. Einfach mal durch. Paar Tutorials. Alter, wie viel EP kriegst du denn da durch? So, eine Ebene mache ich jetzt noch. Also link. Rechts. Ach du Scheiße. So, noch. Wir sind jetzt so ziemlich im letzten Part. Was? Also wir sind bei 2,5 Stunden. Alter. Nein! Das ist echt krass. Wir sind krass, ja. Wir sind dicke Gangster! Da muss er lachen. Was? Ich bin runtergeschrieben. Was willst du von mir? Ein Erfahrungspunkt vom Skelett, was runtergefallen ist, ey. Jetzt immer diese Meldung, wenn du dich da hin und her teleportierst. Blub, blub. Port. Kann ich eigentlich voll zuspammen damit? Das hat Bastian schon gemacht. Da wurde er gekickt. Laubzwiebel. Oder war das Zwiebel? Da müsstest du alle Teleporter deaktivieren. Bastian hat ja selber gesagt, ich hasse Zwiebeln. Alter. So Röstzwiebeln sind richtig geil. Tja, auch so einen geilen Hotdog, Alter. Richtig geil. Aber ich mag diese Gurken nicht, diese Essig. Ich weiß nicht, was das für Gurken sind. Essiggurken, meinst du im Glas oder was die eingelegt, ja, ne? Die so richtig weich sind. Boah. Ja, die sind eigentlich nicht weich, die sind knackig. Bah. Nee. Es gibt auch weiche. Die knackigen, das sind ja diese Cornichons. Ja. Ach, die normale Gewürzgurken sind auch knackig. Nee, die sind so richtig. Junge, Alter! Wässrig weich, ey. Das ist wahrscheinlich auch irgendwelche vergammelten. Nee, auf dem Big Mac sind ja auch diese weichen Gurken oder auf dem Cheeseburger. Du meinst Salatgurken, Junge? Diese 30 cm langen Dinger. Hä, was? Die du erst die Schale abschnippeln musst und dann klein machen. Hä? Big Mac hast du oder einen Cheeseburger hast du den schon mal bei McDonald's gegessen? Ja, also ich habe schon mal einen Big Mac bei McDonald's gegessen, ja. Und da ist doch so eine Gurke drin. Das war vor über 17 Jahren. Ihr habt Themen, Alter, ihr habt Themen. Ja, auf jeden Fall, diese Konsistenz von dieser Gurke im Big Mac finde ich so ranzig. Einfach, ich weiß auch genau, wie der geschmeckt hat vor 17 Jahren. Das ist sowas von eklig, diese Gurke. Sowas von, aber richtig mal, also sowas von. Sowas von. Weil ich war mit meiner Freundin essen, Zwiebelrostbraten habe ich mir bestellt. Und da Alter, was, du hast Zwiebel gegessen? Zwiebelrostbraten. Und da gab es halt auch diese Gurken dabei. Und ich dachte, das sind, oh, die sind richtig schön knackig. So, oh, geil. So knackige Gurken, so. Ich hab mir schon so im Kopf so vorgestellt, wie ich da jetzt reinbeißen und wie ich so knapp. Wie ich da so reinbeißen werde. Und auf einmal geht das so durch, wie, weißt du, so weiche Butter, so. Boah, ey.
Und natürlich, ein bisschen Restaurant kannst du natürlich nicht rausspucken, ne? Aber kauen willst du auch nicht. Junge, ihr Essen schmeckt scheiße, Mann! Was machst du also? Du schluckst die ganze Gurke runter im Ganzen, ne? Einfach diese Konsistenz. Ich hasse mein Leben. Oh! So, ich pack da jetzt einfach mal Mütze rein hier, zack. Eine Mütze packst du rein? Mütze. Mal schauen, wie schnell sich das verbreitet. Will er nicht verarschen oder was? Heute ja. Das ist mein Spruch. Der Typ weiß genau, dass ich jetzt aufnehme, ne? Und der schreibt trotzdem, na, wollen wir mal zocken? Richtiger Dulli. Ja, vielleicht dachte er, du bist fertig. Der weiß, dass ich 3 Stunden aufnehme. Warte mal, wir sind doch jetzt im Dings, ne? Seltsamer Trank. Ja, gut, ist jetzt gerade soweit. So. Schade, dass Glück auf eine Schaufel nicht mehr Erde gibt. Das, was dir auch mehr bringt, ist, wenn du Kies abbaust mit Glück, dann kriegst du es die. Flint. Ja, Feuerstein ist erhöht, ja. Flint. Da brauchst du Flint, ey. Flint, das Einzige, was du mit Flint machen kannst, ist ein Feuerzeug. Ja, es ist wirklich billig ein bisschen. Mehr kannst du damit nicht machen. Und so viele Feuerzeuge brauchst du nicht, dass du da jetzt auf eine Schaufel Glück drauf hast. Die halten zwar nicht lange, aber trotzdem, ja. Das, als ich nachgelesen habe, dass Leben davon nicht betroffen wird, das habe ich echt unlogisch. Ja, das ist es ja auch. Weil Lehm ist ja nicht das Produkt, was du bekommst, wenn du den Block abbaust. Du bekommst ja diese Lehmklumpen. Die müssten ja eigentlich mehr sein. Das ist dasselbe, wenn du mit einer Spitzhacke Redstone abbaust. Das ist genau dasselbe. Da kriegst du auch nur Redstone-Klumpen raus. Oder das wird auch von Glück betroffen. Aber Lehm nicht. Hä? FPS geht down, wenn ich hier rumrasiere. Also, Mojang hat da mal richtig verkackt. Na, nicht nur Mojang. Jetzt ist ja Microsoft. Also, wenn ihr Gravel braucht, ich hoffe, es gibt eine ganze Menge davon. Ja, aber dieser Session baue ich ja den Eisenbahnen noch nicht. Was machst du gerade eigentlich? Keller immer noch? Ja. Interessanti. Das sieht aus wie wie von einer Kirche gerade, dieser komische runde Stern, der oben auf der Spitze ist. Was für ein runder Stern? Ich glaube, der Typ war zu viel im Gott beten, Alter. Ich weiß nicht, so wie bei Silent Hill, dieser Stern mit dem... Nee, das ist so ein Kreuz mit einem Kreis noch. Kennt ihr das, wenn ihr was erklären wollt? Das Pentagramm oder was? Nee. Egal. Auf jeden Fall, kennt ihr das, wenn ihr was erklären wollt und das mit den Händen zeigt, obwohl ihr das nicht sehen könnt? Ey, Robert, zeig mal bitte auf dich. Nein, ich habe gerade versucht, das so mit den Händen darzustellen, diesen Stern, diesen Kreis. Ach so, Kreis. Ja, jetzt sehe ich das ja erst. Hättest du es nicht vorher sagen können? Was? Ist doch aber so ruhig, Alter. So mit einem Satz so. Blub. Weißt du noch, wo wir 6 Leute waren? Weißt du noch früher? Weißt du noch, wo wir 9 Leute oder so waren? Oder 8? ich glaub 9 war das höchste. Ey. Ja, 9. 9? Aber nicht in Minecraft, oder? Klar. Wo sonst? Früher ist ein Server bei 9 Leuten abgestürzt. Weil er zu hart geleckt hat. Ja, nein, wir waren 8, glaube ich. Höchstens. Am Anfang. Bei Mütze habe ich gerade. Bei der Mütze? Bei diesem komischen Mütze-Gedöns da. Sehe ich gerade, dass sich das runter weiter wächst. Hey, was? Also, ich habe da jetzt halt diese Erdplattform gemacht, habe da einen Mütze drauf gesetzt. Und unten, eine Ebene unten wächst das weiter. Ich glaube, ich brauche gleich ein paar... Obwohl, nee, scheiße. Ey, das Leuchtfeuer den Himmel berühren müssen, damit die funktionieren, das ist voll zum Kotzen. Ach so, ja, aber Glas kannst du machen. Einfach weißes Glas drunter.
Ja, wie sieht denn das aus, wenn aus der Erde raus ganz plötzlich diese Leuchtdinger rauskommen? Das seht ihr dann die ganze Zeit. Damit kann man richtig gut trollen in Technikprojekten. Das geht nämlich in sowas, das heißt Laser Drill, und der sieht genauso aus wie ein Beacon. Und damit, wenn man da reinfliegt, ist man instant tot. Weißt du Bescheid, Robert? Mit die Fresse. Das wäre aber ziemlich langweilig. Jamona! Gut, das war knapp. Das ist der Wahnsinn. Bist du immer noch im Nether? Nee, ich bin gerade dabei, den Weg zu bauen zu der Unterwasser-Base. Also Unterwasser, aka Rapture. Ist das jetzt ein Base oder ist das jetzt ein Haus? Rapture Mini. Rapture Mini. Also da warte ich mir aber jetzt schon was Geiles, ne? Weißt du Bescheid? Na, ich spiele Ballschock nochmal durch, dass ich genau weiß, wie der Arzt da ist. Bau doch Atlantis nach! Ich weiß nicht, wie Atlantis aussieht, tut mir leid. Stargate Atlantis. Gab's nicht mal so einen Atlantis-Film? Ich glaub Stargate Atlantis. Stargate? Star Wars, Stargate, Star Trek, Star Wars. Ja, alles mit Star, ey. Fickt euch. Star-Sachen. Star. Robert kriegt schon Albträume von Star, ey. Starbound. Starbound. Das kann man auch nur zu zweit spielen, oder? Starbound? Was ist Starbound? War das nicht so ein komisches Spiel, sowas wie Terraria? Ja. Genau. Das ist geil, glaube ich. Also, wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann ist es geil. Ich finde aber, wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie Starbound einfach nur zu Tode gepatcht. Keine Ahnung. Weil damals konnte, als Gronkh das Let's Play hatte mit Tobi, hatte er da mit einer Spitzhacke, weiß ich nicht, jahrelang in der Erde rumgekloppt und die ist nicht kaputt gegangen. Ja, er hat ja, weiß nicht wann, letzten Freitag, weiß nicht, gestern oder eine Woche vorher hat er mit Tobi wieder im Livestream Starbound gespielt. Echt? Jo. Das habe ich mir gerne angeguckt eigentlich. Tobi lädt das auf seinem Channel hoch als Let's Play. Bei Gronkh müsstest du halt den Livestream dann nachgucken, wenn du das sehen willst. Starbound wollte ich mir eigentlich auch schon immer mal holen. Ich hab das schon. Deswegen habe ich gefragt, ob man das mit mehreren Leuten spielen kann. Ja, kann man. Du kennst das gar nicht. Ja. Ich habe mein Let's Play von Jam Let's Play und Zombie geguckt. Das war Don't Starve, oder nicht? Nee, das ist. Hast du mal den Plays geguckt? Wie alt da Projekte sind? Der hat doch 4-3 gespielt. Ah, Nütze verbreitet sich, okay. Gut. Ja. Also der hat auch Terraria, glaube ich, mal jetzt Bild. Nein. Die beiden. Jetzt die Frage, bei so einer fliegenden Insel, die so ein bisschen mystisch sein soll, welcher Baum würde gut da passen? Oder welcher Great Bäume? Great aus Formcraft, muss ich kurz den Mod installieren. Ether-Mod. Diese blauen Bäume. Scheiß auf Mods jetzt, ey. Mods sind geil. Du kannst auch Bäume selber machen, Robert. Genau. Du kannst... Mischbäume. Du kannst ja auch einfach, die Bäume, wie sie hier in Minecraft sind, kannst du genau nachbauen, nur mit irgendwelchen Blöcken. Was für Blöcke? Ich habe ja zum Beispiel bei der Eisarena habe ich Eisbäume genommen. Da war der Stamm aus wie heißt das? Schnee? Eis? Nee. Packeis? Packeis, genau. Packeis, genau. Das ist, und dann die... Kannst du mir mal kurz... Blätter quasi habe ich dann halt auch das Eis gemacht. Kannst du mir mal kurz Rechte geben? Ich will mich mal da durchgucken, was es so alles gibt. So für gute Blöcke oder so. Zum Beispiel Lapislazuli die Blöcke. Die werden zum Beispiel blau. So. Ja, aber als Baum. Meint ihr, so ein Glastunnel bietet sich an? Nee, ne. Also man kann jetzt keine. Als Durchgang, wenn du mehrere Gebäude baust. Man kann jetzt keine Tauchkapsel bauen, aber man muss trotzdem ja irgendeinen Weg haben, wie man in das Ding reinkommt. Aber wisst ihr was? Ich lasse das jetzt so, damit der Mützel sich da jetzt ein bisschen verbreiten kann. Dann würde ich nämlich einen Glastunnel bauen. Der dann von ganz unten zu der Basis, von ganz oben zu der Basis geht und dann. Ja, so könnte das Schiff dann aber nie wieder abhauen. Das, was er gebaut hat. Das könnte dann nie wieder weg, wenn ich es so weiter baue. Dann könnte ich höchstens einen Gang machen, der auf dem Meeresgrund weiterführt. Wüstenteleporter, da gehe ich mal rein. Mal gucken.
Robert, Alter. Ist es schlimm, wenn dein Schiff nie abhauen könnte, also nie wieder weg könnte? Das Schiff? Weil dann würde mein Steg, also der Gang, der Steg sozusagen, der Steintunnel, du weißt schon, was auf der Wasseroberfläche ist, genau an deinem Schiff vorbeigehen. So an der Spitze lang, weil ich keinen Platz habe. Wasser ist zu klein. Warte mal kurz. Ich versuche gerade wieder zurückzukommen. Robert ist gerade bei der Ausgrabungsstelle. Ja, ich habe gerade ehrlich gesagt auch gar nicht zugehört, weil ich mir das halt so diese Ausgrabungsverteidiger da schon. Wo ist denn der Teleporter zurück? Rocky? Ach, Knochenmehl. Okay. Der ist da drin irgendwo. Hab's schon. So, Justin, ich komme jetzt gleich zu dir. Dann kannst du mir das mal zeigen, vorführen, was auch immer. Also entweder ich baue es jetzt so weit oder ich mache es direkt, dass es dann unten ins Wasser reingeht und dann unter der Unterfläche so ein Tunnel lang geht zu der Base dann. Und ich ziehe halt diesen Weg hier weiter, ist mir nicht egal. Boah, Alter, und das im Let's Play, Alter. Habt ihr das gehört? Arzt! Ich geh dir, verlässt du denn? Das hat auch gefressen, dieses Arzt, ne? Jo. Ich hab ne Magma Cream. Geil. Ich hab ne Kartoffel. Geil. Den Weg einfach hier weiter. Sie aus Deutschland. Ja? Wo bist du? Da bist du. Ja, und zwar würde der Weg dann. Warte, ich boote mal kurz dahin. Du bootest dahin, okay, booten. Ja. Schauen wir mal. Aber der Weg geht dann bis. Junge, was ist hier? Circa hier so. Hier so. Und dann geht der halt. Könntest du das dann machen, dass der schon hier runtergeht? Ich könnte ihn auch machen, dass er direkt ganz vorne runtergeht und dann einfach unter Wasser ins Weg. Ich glaube, das wird dann besser kommen. Als wenn du da jetzt das Schiff blockierst. Hat einer TNT? Eine ganze Menge? Frag mal Gondel. Ich habe keinen Bock, das Ding abzubauen. Diesen Erdklumpen hier? Oder was? Nee, dieses Ding hier. Den Gang hier, den Weg. Ach so. Fuck, ich komm nicht. Dann würde ich ihn dann direkt da vorne runterführen lassen. Warte, komm, ich schieber dich weg. Schieb dich mal weg. Ich schipper dich weg. Ich schipper dich an Land. Mein Steg ist zerstört worden. Ja, echt? Sag ich ja. Danke dir. Boah, ich hab mit einer Schaufel weggeschlagen, ey. Ich bin down. Rocky, kannst du mir mal ein bisschen TNT sponsern? Alter, ich hab da keine Ahnung, wie viele Stacks von Schwarzpulver habe ich da. Kannst du mir mal ein bisschen TNT sponsern? Sponsor mich! Geh zu meiner Kiste und hol dir Schwarzpulver raus. Kannst du mir mal ein bisschen TNT sponsern? Leck mich! TNT und keinen Schwarzpulver malen. Oh. Soll ich hier gleich noch ein paar Wizard-Skelette sponsern oder was? Ja, kannst du auch noch machen, ja. Dann nehme ich doch lieber wieder die andere Treppe. Kannst du mir auch dein Haus sponsern, kannst du mir auch die Unterwasser-Dings sponsern, kannst du mir Creative sponsern. Wie mache ich das jetzt? Pokémon, komm und schnapp sie dir. Pikachu! Guck mal, türkisches Glas. Ach nee, türkises Glas. Türkisches Glas. Da will ich jetzt echt so, dass du da ein Bild von einem türkischen Glas reinmachst. Ja, meinst du jetzt dieser rote Flagge und weißer Mond auf so einem Glas drauf oder was? Irgendwas. Überrasch mich. Nee, Quatsch. Gar nicht die Zeit dafür. Ihr Kinderschmackes. Du zahlst halt erstmal 100 Stacks Glas. Wird dir auch irgendwas. Ja, das brauche ich noch für den Turm. Editen, wenn du mich fragen würdest. Da sind die 100 Stacks Schwarzpulver. 100 Stacks? Warum habe ich Lederstiefel? Hauptsache er hat Warum habe ich Lederstiefel?
Lazarett, einfach eine eigene Kiste für verrottetes Fleisch, Alter. Ja, für die Dorfbewohner zum Trade. Muss immer noch voll machen hier. Alles voll unsortiert, wirklich die wichtigsten Sachen liegen irgendwo. Ich weiß, wo die sind. Nee, er hat Hauptsache verrottetes Fleisch ist sortiert wie die eins. Ich gehe sorgfältig mit meinem verrotteten Fleisch rum. Also wie bei mir ist einfach nichts sortiert. Außer die ganzen, wie nennt man das? Döner? Die ganzen raren Rohstoffe. Doch, ich krieg Spinnaugen und Faden. Ich sehe, du brauchst etwas Trosten. Wir sind jetzt bei 50. Ne? Bei 50, 2 Stunden 50 sind wir. Die ganzen scheiß Zombies hier immer rum röcheln, Alter. Ich will noch nicht gehen. Piss dich. Da kann einer aber gut Zombie-Geräusche nachmachen. Ich will noch ein bisschen Let's Play. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen harzen. Harzen. Hätte ich Arbeit, da müsste ich früher aufstehen. Die 14 nackte Friseusen. Das war doch mal in dieser SpongeBob-Farsche. Die du mir mal gezeigt hast. Irgendwann mal vor Jahren. Gott, was hast du gesagt? Welche war das? Eine SpongeBob-Verarsche. Was hast du gesagt, als Beispiel? Diese 10 nackten Friseusen. Fett! Ach, egal. Ich glaube, das war Takito. Ich glaube, das war nicht ich. Ne, du hast mir aber auch irgendwann mal eine SpongeBob-Verarsche. Ja, aber ich kann mir nämlich nicht mit nackte was? 10 nackte Friseusen. Ne. Nein? Okay. Kenn ich nicht. Denn was? Eine andere. Gibt ja genug. Jedes Mal, wenn ich hier aus meinem Haus gehe, steht ein neues Knechtvieh vor meiner Tür. So, 30 TNT dürfen reichen, um den Scheißsteg zu sprengen. Ah, dann geht ein wertvoller Rohstoff kaputt. Hey, wieso willst du jetzt deinen Steg sprengen? Ja, weil der im Weg ist. Ich brauch ja. Also, der ist ja dann anscheinend fehl am Platz, dann gehe ich halt direkt unter der Erde. Jo. Wahrscheinlich Kohle ein bisschen und Steine dort. Wertvolle Rohstoffe, halt klar. Wertvolle. Wie kann ich dich zuschmeißen mit Steinen und Fackeln? Tja. So, jetzt werden Häuser für Villager gebaut. Boah, viel Spaß. Ja, das wären nur so kleine Pumps. Was? Ich will jetzt hier ein übelst geile, schicke, nike Häuser haben. Chica. Mach bitte so viele Türen und so viele Villager. Dass schrei, wenn es weh tut, Chica! Eisengolem spawnen. Was? Mach so viele Villager, dass da auch Eisengolem spawnen. Ja. Die spawnen? Ja. Ja. Muss nur ein großkriegliches Dorf sein. Was du hier nicht alles wisst. Hm? Was du nicht alles weißt? Gar nichts, ne? Ich frag mich, was bei Minecraft hier teilweise blau sein soll. Sieht für mich wie lila aus. Was ist denn blau? Also, blaue Wolle oder wenn das hier jetzt blau sein soll, dann fress ich einen Besen. Lauf, ja, dann iss mal schön. Wenn du das siehst im Let's Play, Junge, wirst du mir zustimmen. Also TNT-Schein ist an. Es läuft. Du sprengst jetzt oder hast du schon gesprengt? Ich hab einen Teil von dem Wegsteg schon gesprengt, aber ich glaube, ich muss 2 TNTs pro Dings machen, sonst ist nicht genug weg. Dann unterhalte mich mal. Bist denn du, Radar? Beobachte. Lauf! Kaboom. Boah, diese riesigen Bäume, die so verwurzelt wachsen, ne? Die regen so auf. Diese 2 Jahre brauchen, bis du die eigentlich mal abgeholzt hast? Ja. Ja. Und bei dem Texturenpaket ist das Gras ja, ja richtig dicht, ey. Ja, das ist erst recht nichts. Das siehst du nichts, ey. Musst du auf gut Glück einfach die Dinge durchgraben, ey.
Nächten. Wie heißt die Errungenschaft dreimal auf Holz geklopft? Die allererste, ja. Lauf! Oder Inventar ist, glaube ich, die erste Errungenschaft, glaube ich. Ja, die ist die allererste Inventar. Du kannst ja. Wobei, nee, du kannst ja. Du kannst auch auf Holz kloppen, bevor du dann Inventar anklickst, nee, ne? Ja, aber das ist aber andersrum. Also du musst erst Inventar aufmachen, bevor du dann auf Holz bekommst. Das ist eine Voraussetzung, dass du zuerst das Inventar musst dort. Genau. Achso. Gut. Bisschen unrealistisch, aber. Wusstet ihr, dass man übrigens die OP-Äpfel nicht mehr selber craften kann? Ja, nicht mehr mit Goldblöcken? Nein, geht nicht mehr. Ist ja low. Jo. Und wie kriegt man die? Die kannst du nur finden. Meter, ich glaube, das könnte festbleiben. Oder was. Ja, oder, oder in welchen Waldanwesen oder sowas. So Hexenhütte. Genau. Da kann man die nicht finden. In Hexenhütten gibt es nämlich keinen Loot. Gibt es Hexenhütten echt? Ja. Ich habe das jetzt nur Spaß gesagt. Ich komme immer durcheinander, was will ich, was will ich immer? Achso, ja. Finger weg von Drogen, Kinder. Drogen sind nicht gut. Ich frage mich, wo dieser Zombie hier rumläuft. Unter dir. Ja, der ist auch unter mir. Ha. Wo hast du meine Diamantaxt nochmal hingepackt, Robert? Vorne, vor deinem Turm. Also, ach so, in diese Kiste, die Rumpelkiste da, ja. Ja, die einfach in deinen Weg eingebaut wird. Die habe ich da nur hingestellt, wenn ich in den, So, ich habe noch 7 Tinte über. Creative-Modus gehe, damit ich da meinen ganzen Vital kurz mal da reinschmeiße. Cool. Hey, cool. Achso, jetzt wollte ich ja mal gucken, Oh, das wird lustig. Das wird sowas von lustig. Ach doch, das geht so, das ist ja gut. Ich sag's euch, das wird lustig. Lust-IG. Lustig, tralalala. Bald ist der Robert tot, da. Ja, irgendwann schon. Demnächst. Fortsetzung von. Kannst du Glas eigentlich mit der Behutsamkeit abbauen? Ja. Echt geil. Okay. Dann sollte ich mal Behutsamkeit mitnehmen. Schieß auf deinen Turm, er hat's verdient, ey. Schieß auf dich, auf dein Gesicht, der hat's auch verdient. Mhm. Der, der hat's verdient. Der komischen Erdpyramide da oben. Ich bin gar nicht da. So. Bin zwischen meinem Haus und Justins Berghütte. Was willst du da? Geil! Geil, ich kann Glas abbauen. So was muss man im Real Life sagen. Freut dich. Lobo, ey. Gut, dann ist das jetzt allerdings ein kleines Problem hier. Was denn los hier? Dit muss weg, dit muss weg, dit muss weg, dit muss weg. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich die erzählen soll. Real Life Stories? Peinlich. Ja, Real Life Story. Wenn es zu krass ist, können wir es einfach noch rauspiepen. Nee, nee, das ist nicht krass, das ist lustig, aber... Die Nutella-Geschichte. Kann man ja immer noch rauspiepen. Ja, als ob Buraki sich die Mühe machen wird. Nein, es ist eh nicht zum Piepen, aber... Du hast ein Piepen. Buraki kennt doch sicherlich noch Hetwa, ne? Natürlich. Hetwer? Hetwer? Ja, ja. Weil der guckt nicht die Videos, ne? Quatsch. 57. Weil der hatte letztens Geburtstag gehabt. Und ich hab ja noch irgendwie Kontakt mit dem. Ernsthaft, Alter? Tust du das immer noch an? Wir schreiben fast so gut wie nie. Aber ich bin halt so höflich und hab ihn gratuliert. Woher? Und auf Facebook hat er das aber deaktiviert, dass man... dass die Leute das nicht sehen, dass er Geburtstag hat. Aber ich hab ihn ja noch bei Skype drin. Und da sehe ich das halt, dass er Geburtstag hat. Und weil er bei Skype immer offline ist, habe ich ihn halt bei Facebook geschrieben, alles Gute. Und der dann so richtig verwundert. Was? Woher weißt du, dass ich Geburtstag habe? Ich sag so, ja, durch Skype. Der sagt dann so, ja, ach so, ja, dann muss ich das da auch noch ausschalten. Denke so, hä? Okay.
Was hast du jetzt für ein Problem? Also, bist du eigentlich komplett gesagt, aber habe ich mir gedacht. Ich mach das, ich mach das auch so. Was ich geschrieben habe, ist dann, okay, aber wieso? Dann hat sie gesagt, ich will nur, dass die Leute, also nur die, die mich wirklich kennen, mich gratulieren. Also mir gratulieren. Ja. Da habe ich mir gedacht, ach komm, weißt du was, leck mich, mach was du willst, ey. Als ob ich mir jetzt einen Kalender aufschreibe, wann du Geburtstag hast. Das war ein Witz, der guckt meine Videos.